Hallo, hallo, es weihnachtet sehr. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe ein super geniales Weihnachtsgeschenk für dich und zwar das letzte SP-Coaching aus unserem Hot Seat in der Divine Design Community. Ja, du wirst nur das Audio von mir hören, keine Stimmen, keine Fragen von den anderen Teilnehmerinnen. Aber es ist vollgespickt von Teachings und Erkenntnissen und die möchte ich mit dir teilen für Weihnachten, damit du weiterkommst auf deiner Divine Design Reise, wo dich dein SP draufgeschickt hat und wo du jetzt eintrittst in eine Welt, in der alles möglich ist, wenn du die Frau wirst, wenn du der Mann wirst im Divine Design und weißt, wer du wirklich bist. Ja, Divine Design Welt, das ist ein Movement 2024 wird riesig. Ich werde mich überhaupt kein bisschen mehr bremsen, bis diese Teachings in aller Munde sind. Also teile bitte diesen Kanal, teile meine Videos, kommentiere, like, damit der Algorithmus weiß, dass hier was ganz, ganz Wichtiges passiert, was alle Welt wissen muss. Ja, ich freue mich riesig, falls du auch Teil von unserer Wir sind Divine Design Community sein möchtest. Wir sind in Telegram. Wir haben ein spezielles Training für deine Divine Design Identity, das nur für dich zugänglich ist. Wir haben jeden Monat einmal Hot Seat. Wir haben täglichen Austausch mit dir und anderen Community-Mitgliedern. Wir arbeiten daran, dass du wirklich stabil in deinem neuen Divine Design selbst Konzept bist und somit deine Welt da draußen aus der Fülle, aus der Erfüllung heraus generierst und kreierst. Deinen SP, dein Geld, dein Business, dein Erfolg, deine Lebensfreude, deine Erfüllung. Genau um das geht's. Und ja, wir sehen uns hoffentlich in der Community, ansonsten im nächsten Video. Bis dann. Es ist eine riesengroße Sache mit dem Divine Design. Heute war ein super krasser Tag. Ich habe so viele Dankesnachrichten bekommen von näheren und weiteren Bekannten, dass ich echt einfach nur noch geflasht bin, was in diesem Jahr alles möglich war, wie viel verändert werden konnte und für das Jahr 2024, ich schwör's euch, das gibt eine Bewegung. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele bereit sind, in diese Leaderrolle reinzugehen, um sich einfach keinen Scheiß mehr erzählen zu lassen und den Leuten auch nach wie vor keinen Scheiß mehr zu erzählen. Es gibt einfach ein Prinzip und das ist so. Punkt, Ende aus Amen. Und wenn ich da Bedingungen drumherum basteln will oder nicht, kann ich das gerne machen. Es ändert nichts daran, dass das Prinzip einfach so funktioniert, wie es funktioniert. Ich möchte auf den Hot Seat, weil ich den Traummann, den ich mit allen Merkmalen bereits lange vor ihm notiert habe, erfolgreich in mein Leben gezogen habe. Allerdings nicht in der Form, wie ich es am liebsten hätte. Ich will ihn genauso, wie ich es eigentlich manifestiert habe. Er soll all in gehen und verrückt nach mir sein. Ach, was für ein wunderbares weihnachtliches Thema. Also was für ein Glaubenssatz sagst du dir die ganze Zeit, ich bin bereit für eine Beziehung, ich bin bereit für eine Beziehung. Ja, und hast du das Gefühl, du bist bereit für eine Beziehung? Also ich habe das Gefühl, du bist bereit für eine Beziehung zu uns, zu unter bestimmten Umständen. Und du hast ganz, ganz klar definiert, unter welchen Umständen du bereit bist für eine Beziehung. Und du hast ganz klar definiert, unter welchen Umständen du nicht bereit bist für eine Beziehung. Und jetzt zeigen sich dir im Außen natürlich die Umstände, unter denen du nicht bereit bist für eine Beziehung. Das ist so. Das ist Fakt. Und deswegen bist du nicht bereit für eine Beziehung, weil du da draußen Umstände siehst, wo du sagst, nö, unter diesen Umständen bin ich nicht bereit für eine Beziehung. Das reicht schon. Ein Umstand, der dir nicht gefällt, reicht schon, dass du sagst, nö, ich bin nicht bereit für eine Beziehung. Punkt. Und dann zeigt dir das dein Gegenüber. Aber du musst eben erstmal die Frau werden, die sich eben nicht mitnimmt, die weiß, was sie will. Und dann ziehst du Männer an oder Männer an, die das auch wollen. Mein Mann will eine Beziehung mit mir.
Ja, dann musst du ihn halt so sehen, dass er ein Mann ist, der eine Beziehung mit dir will. Und du musst ihn so sehen, dass er so ist, dass du eine Beziehung mit ihm willst. Aber im Moment ist er ja präsent als ein Mann, mit dem du keine Beziehung willst. Ja, aber was ist denn dein Selbstkonzept, das dahinter steht? Weil das ist immer der erste Schritt. Es funktioniert nur über einen selber. Es funktioniert nur über das eigene Selbstkonzept. Weil sonst ist es genau das, was du sagst. Ich rede mir ein. Und einreden ist nicht glauben. Es ist genau das und es ist genau immer wieder das und es ist bei allen immer wieder das Gleiche. Weil wenn ich von dem Typen begeistert bin, dann habe ich einen riesen Haufen von Bedingungen und Ängsten, die dann hochkommen. Das ist immer wieder das gleiche Problem. Wenn mich jemand begeistert, dann habe ich Angst vor Zurückweisung und Angst vor Ablehnung. Dann habe ich Angst, falsch zu sein. Dann habe ich Angst, nicht gut genug zu sein. Und genau das wird mir gezeigt, indem er verschwindet, weil wenn einer verschwindet, bin ich logischerweise nicht gut genug. Und wenn er es dann auch noch sagt, ich bin nicht für eine Beziehung, dann sagt er mir, du bist falsch, weil du eine Beziehung mit mir willst. Also kommt es immer wieder auf das Gleiche zurück, dass ich irgendwo noch Überzeugungen aktiv habe, die mir sagen, du bist nicht gut genug oder du könntest falsch sein oder du könntest zurückgewiesen werden. Und solange ich dieses glaube, werde ich es natürlich erleben, weil dann bin ich eine, die nicht gut genug sein könnte, dann bin ich eine, die abgelehnt werden könnte, dann bin ich eine, mit der man keine Beziehung haben wollen könnte. Und das führt mich wieder zurück zum Selbstkonzept. Ich bin eine, mit der jeder eine Beziehung haben will. Ich bin eine, die überhaupt niemals abgelehnt wird. Ich bin immer gut, ich bin immer richtig und ich bin immer gewollt. Nur, wenn er dann 2 Stunden nicht schreibt oder 2 Tage nicht schreibt, dann glaube ich natürlich schon wieder. Ei, ei, ei. Oh, Leute. Dann glaube ich natürlich schon wieder, dass wirklich irgendwas falsch ist. Ja, genau, was er gemacht hat. Und das, was er gemacht hat, wird einfach durch deine Augen gesehen. Ja? Also wenn er miese Sachen macht, dann kann es doch nicht sein, dass wenn dein Kon Selbstkonzept stimmt, dass du mit jemandem in der Beziehung sein willst, der miese Sachen macht. Und solange es ein Typ ist, der miese Sachen macht, und du nicht verstehst, warum er die miesen Sachen macht, weil er von dir so gesehen wird. Er wird von dir gesehen als ein Typ, der miese Sachen macht. Du erwartest miese Sachen. Du befürchtest. Erwarten und befürchten ist ein und das Gleiche. Etwas, was ich befürchte, erwarte ich. Punkt. Und solange ich eben noch Dinge befürchte, die mich verletzen können, erwarte ich diese Dinge. Und erst dann, wenn ich mit mir in meinem Selbstkonzept so fest bin und sagen kann, was immer da draußen passiert, nichts von dem heißt, dass ich nicht gewollt, geliebt oder gut genug bin. Da muss ich hin. Egal, was da passiert, egal, was für miese Sachen passieren. Und das kann ich aber nur machen, indem ich die miesen Sachen verstehe. Willst du die miesen Sachen verstehen? Wann hast du angefangen, Angst zu bekommen, dass er nicht kommt? Das ist immer der Scheiß, ja? Das ist der Scheiß. Wenn ich als eine konditioniert worden bin, aufgewachsen bin, die sich nicht auf das Wort anderer Menschen verlassen kann, die immer damit rechnen muss, dass sie enttäuscht oder sitzen gelassen oder nicht beachtet wird, letzte Priorität ist, dann ist es ganz, ganz klar, dass das immer wieder, gerade in solchen Situationen, wenn mir was wirklich wichtig ist, dass es dann aktiviert wird. Und das hat nichts mit dem anderen zu tun, das musst du verstehen. Das ist wirklich so, als hättest du ihm den Auftrag gegeben,
Hau mir noch mal ins Gesicht. Hau mir noch mal ins Gesicht, dass ich dieses kleine Mädchen wieder bin, das so viel Angst haben muss, dass die letzte Priorität ist, weil alles andere wichtiger ist, ja? Und wenn man halt in so einem Umfeld aufgewachsen ist, wo die Eltern unzuverlässig waren, wo die Eltern einen immer wieder Versprechungen gemacht haben, nicht eingehalten haben, einen sitzen haben lassen, das hat eine riesengroße Bandbreite, ja, dann ist das in einem so tief verankert, dass insbesondere dann, wenn ich mich so freue, und wie oft habe ich mich als Kind gefreut, wie oft, wie oft, wie oft, und dann war es dann nichts, ja. Und da ist es halt wirklich, wirklich, es ist so wichtig, dass ich das erkenne, wie diese Zusammenhänge laufen und dass ich aber wirklich weiß, dass in meinem Selbstkonzept hat dann dieses kleine Mädchen keinen Platz mehr. Weil heute bin ich eine Frau, die entscheidet, was sie will und wie sie behandelt wird. Und deswegen ist es das Allerwichtigste, dass ich halt erstmal wirklich diesen SP außer Acht lasse und nur an meinem Selbstkonzept, wer ich wirklich bin, wer ich bin als Frau, als gewollte Frau, als wertvolle Frau, als attraktive Frau, als erste Priorität. Und die wenigsten von uns waren als Kinder erste Priorität. Die allerwenigsten von uns. Und dieses erste Priorität, die muss ich mir geben. Ich bin allererste Priorität. Und das heißt, ich mache mich nicht abhängig vom Außen. Ich mache mich nicht abhängig von der Reaktion, von dem, was andere Menschen tun und machen, weil ich so tief weiß, wer ich bin. Und erst dann im nächsten Schritt werde ich so stabil sein, dass jede scheinbare Ablehnung bei mir erst gar nicht landet. Dass die sofort transformiert wird von mir und so, dass der andere sich auch anders verhält. Aber das braucht so viel Klarheit, das braucht so viel Standing, das braucht so viel Übung, damit ich meine Füße krass am Boden habe. Weil genau in diesem Moment, wo die Angst einkickt, wo du auch selber gesagt hast, einen Tag vorher hat die Angst schon eingekickt, da kannst du das wirklich so sehen, dass einen Tag vorher habe ich ihm schon eingeflüstert, dass er mich sitzen lassen soll. Dass ich eine bin, die sitzen gelassen wird. Das ist eine energetische Message. Da draußen ist niemand mit eigenem Willen. Es wird uns nur gezeigt, was wir glauben, erwarten und befürchten. Das ist Fact. Das ist dieses energetische Spiel. Und das hat keine Persönlichkeit. Das ist nicht persönlich. Energie ist nicht persönlich. Energie ist einfach da und verkörpert mich und sich, diese Energie. Ich verkörpere Energie. Und wenn ich die Energie verkörpere von jemandem, der befürchten muss, abgelehnt zu werden, sitzen gelassen zu werden, letzte Priorität zu sein, dann werden sich die Dinge dementsprechend einstellen. Und ich kann nichts dagegen tun. Und es ist nicht der Typ, das Arschloch. Sondern das ist meine Programmierung, das Arschloch. Das ist meine Programmierung. Diese Angst ist das Arschloch. Diese Energie ist das Arschloch, die halt noch da ist. Und die hat aber keinen Grund mehr. Und das muss ich in meinem Kopf klarkriegen. Diese Shift meiner Identity, dass mich nichts und niemand mehr verletzen kann, weil ich so klar weiß, wer ich bin, wie gut geliebt, dass ich Liebe bin, dass ich pure, reine Liebe bin. Und darum geht es. Das ist dieser Shift und der kommt nicht von heute auf morgen, weil dieses kleine Mädchen von früher muss sterben. Und die will nicht sterben. Die hat ja so gelitten für mich. Die war ja, ich war die ja so viele Jahre. Und deswegen sind wir alle, wir müssen uns selber erwachsen machen. Es gibt kein Erwachsenwerden mehr in dem Sinne, ja. Woran wird Erwachsenwerden festgemacht? An dem Alter und an dem körperlichen Entwicklung. Aber unsere Psyche muss erwachsen werden. Und
Die wird eben nur erwachsen, wenn ich weiß, wer ich wahrhaftig bin in meinem Divine Design. Ohne Bedingungen. Und da geht es einfach wirklich so tief rein, dass ich alle, die mich mal verletzt haben, von ihrer Schuld befreien muss. Und das ist heftig. Das Ego will das nicht. Das ist eine ganz, ganz heftige Sache, weil das Ego sich dagegen sträubt, weil es ja so kann man sich nicht verhalten. Und das, was ich dem SP jetzt sagen würde, das hätte ich am liebsten meinen Eltern damals gesagt. Kann man sich nur so einem Kind gegenüber verhalten? Kann man nur so unzuverlässig sein? Wie kann man nur so ohne Aufmerksamkeit sein? So, ohne Einfühlungsvermögen. Und nachher haben wir alle Männer, die genauso sind, wie das, was wir erlebt haben. Deswegen gibt es Narzissten. Ja, weil das das typische narzisstische Verhalten ist. Und das ist nicht zu entschuldigen. Das kann mein Ego nicht entschuldigen. Das ist unmöglich. Das kann ich nur im Divine Design, kann ich. Ich muss ihn nicht entschuldigen, sondern ich muss mich daraus nehmen. Aus dieser Identität, dass mir solche Sachen passieren. Insbesondere dann, wenn es mir wichtig ist. Sonst würde es ja nichts ausmachen. Sobald Angst kommt, habe ich da noch dran zu tun. Ja? Und zwar dieses Angstmanagement ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Wie gehe ich mit mir um, wenn ich merke, ich habe diese Angst? Weil ich weiß ja, die Angst holt es her. Die Angst bringt mich in die Realität, in der ich Angst haben muss. Eben, da ist es nämlich schon zu spät, ja? Da ist es im Prinzip schon zu spät, da ist der Zug schon abgelaufen. Deswegen musst du jetzt die Arbeit machen. Jetzt diese Klarheit für dich kriegen, wer du bist und wirklich nur an diesem Selbstkonzept arbeiten. Nur daran arbeiten, wirklich an diesen Dingen und dass es das nicht gibt, dass es schlimm ist auch. Mal versetzt, also dass wenn was nicht klappt, was ist dann, wenn was nicht klappt? Ja, wie gehe ich damit um, wenn was nicht klappt? Dann weiß ich einfach nur, dass ich in diesem Moment die Frau war, die versetzt wird. Und wie werde ich zu der Frau, die nicht versetzt wird, die wichtig ist, die allererste Priorität ist? Was für Gedanken habe ich? Was denke ich? Und da gehe ich nicht gucken, wo der Typ ist. Da gehe ich nicht irgendetwas anzweifeln. Ja? Da bin ich mir sicher. Und wenn ich mir nicht sicher bin, dass der das ernst will, sondern wenn ich immer noch ein bisschen needy und ängstlich bin und denke, Klassiker, oder? Wenn er dann kommt, dann habe ich den Beweis, dass ich wichtig für ihn bin. Wenn er aber nicht kommt, weil das mache ich dann in meinem Kopf, wenn er aber nicht kommt, heißt es, dass ich nicht gut genug bin. Das macht unser Verstand, der macht einfach so eine Scheiße, ja? Der erzählt sich dann, dass es der Aufhänger ist, dass er kommen muss. Weil daran hängt alles andere, was danach kommen kann. Ich mache es zu einem riesen Ding. Deine Wertlosigkeit musste dir auch nochmal gezeigt werden, wie überzeugt du bist, wie wertlos du bist, wie schlecht du behandelt bist, wie respektlos man mit dir umgehen darf. Das musste alles auch nochmal auf den Tisch. Ich kann dir nur tatsächlich hier auch wieder, ich will es dir überhaupt nicht verkaufen, aber es ist eine Übung. Und es ist diese Übung in I Am Chosen, in diesem Workbook und in dieser Masterclass, die ich heute auch zum Spezialpreis anbiete bis zum Ende des Jahres, dass ich dieses Selbstkonzept aus allen Seiten und Richtungen in mich reinhämmere. Und zwar, wer bin ich? Wie sieht mich der andere? Und wie sehe ich dann die andere Person? Das sind drei Perspektiven, die ich beachten muss. Anfangen von mir.
Wer bin ich? Wer bin ich? Logischerweise, wer ist dann mein SP? Ein Mann, der mich respektiert und liebt. Aber wenn ich da nicht sicher bin, dass dieser Mann mich respektiert und liebt, dann wird er mir zeigen, dass er mich nicht respektiert und nicht liebt. Und das muss ich alles für mich klarkriegen. Wie werde ich behandelt, wenn ich diese Frau bin? Wie werde ich vom anderen angesehen, wenn ich diese Frau bin? Wie sehe ich den anderen an? Diese ganzen drei Perspektiven, die muss ich hinkriegen. Und in einem Chosen und in dem Workbook übe ich das, schreibe ich das, bringe ich meinen Verstand dahin in diese Reality, weil nur wenn ich alleine nur sage, ja, ich bin begehrenswert, ich bin wichtig, ich bin geliebt, mir aber nicht vorstellen kann, wie es ist, dass einer mich so sieht, dass einer so über mich denkt. Was denkt einer über mich, für den ich das One and Only bin? Aber ich kann nur the One and Only sein, wenn ich tatsächlich mich als die One and Only fühle. Und zwar in allen Bereichen. Ich bin der One and Only, die One and Only Person in meinem Leben. Es gibt niemanden Wichtigeres. Und da ist es einfach wirklich diese Arbeit, immer wieder hinzuschauen und zu erkennen. Und das ist halt selber so schwer, weil ich halt immer wieder meinen Verstand habe, der mir einen Scheiß erzählt. Weil das so hinterhältig ist, diese ganze Geschichte. Und aber die Energie lügt nie, wenn ich traurig bin, wenn ich depressiv bin, wenn ich mich abgelehnt fühle, wenn ich mich nicht gut genug fühle, wenn ich Frust habe, weil Dinge nicht passieren, dann bin ich halt die. Und dann ist mein Leben da draußen so. Und das allererste, was du tun musst, ist, dass du den mal einfach aus der Verantwortung rausnimmst. Und nur zu dir guckst. Nur bei dir guckst. Nur deine Ängste anschaust. Nur dich selber liebst, dich um dich kümmerst, dir diese Aufmerksamkeit gibst, dir diesen Respekt gibst, dir diese Anerkennung gibst, die du möchtest, dass jemand anders dir gibt. Damit du weißt, wie das ist, wenn man sich komplett angenommen fühlt in allen Lebenslagen, sich komplett unterstützt fühlt, komplett respektiert wird in allen Lebenslagen. Das muss ich mit mir selber machen. Und das ist der Weg. Und der geht nicht von heute auf morgen. Solange du noch glaubst, es ist erfüllt und geschafft, wenn der Typ auf dem Sofa bei dir sitzt. Wenn das dein Ziel ist, bist du immer noch auf dem Holzweg. Wenn aber dein Ziel ist, dass du dich bedingungslos gut und richtig in jeder Lebenslage, in jeder Situation, einfach gut, jederzeit angenommen, geliebt und respektiert fühlst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und dann wird ein Mann bei dir auf dem Sofa sitzen, der genau das erfüllt. Aber solange dein Ziel der Typ ist und nicht du, deine absolute Erfüllung, deine absolut tollste und genialste Version, wird es nicht klappen. Genau. Aber wenn dein Fokus darauf liegt, dich haben zu wollen, ganz und gar mit dir vereint zu sein, in der traumhaftesten, besten, geilsten Beziehung, wenn du die tollste und schönste Frau bist, die das tollste und beste, das respektvollste und das wunderbarste Leben für dich macht und organisiert, generiert, sich vorstellt, dann wird es klappen. Und dann wird der entsprechende Typ auch in dein Leben kommen. Und dann werden sich alle verändern, wenn du das haben möchtest. Werden die, die du es haben möchtest, die werden sich verändern. Wer ist man?
gegenüber dem SP nicht? Wie verhält man sich? Du kannst ihn verhalten, wie du willst. Es ist völlig unerheblich. Du kannst ihn 10.000 Mal am Tag anrufen, wenn du weißt, ich bin seine absolute Göttin, Traumfrau, bin meine Traumfrau, ich bin von mir respektiert und unterstützt. Das Verhalten ist irrelevant. Wie fühlst du dich? Als wer fühlst du dich? Das ist relevant. Verhalten ist irrelevant, was ich tue. Als wer ich es tue, ist entscheidend. Das ist klassisches Beziehungscoaches. Dann rufst du ihn nicht mehr an, dann blablabla. Aber es nützt dir alles nichts. Es ist völlig egal. Aber wer bin ich? Ich bin geliebt, respektiert und anerkannt. Also, was mache ich dann? Dann geht es darum, was mache ich dann? Was mache ich dann? Nix. Doch, du kannst ihn ins Gesicht schauen, ganz, ganz selbstverständlich. Aber du machst dich sicher nicht klein. Du rennst nicht nach, du trauerst. Rennen meine ich nicht so, sondern gedanklich. Ich verfolge ihn nicht gedanklich. Das ist das Gleiche. Ja, die Männer werden von uns verfolgt gedanklich, weil wir die ganze Zeit, was macht er, was tut er, wie soll ich mich verhalten? Soll ich mich nicht verhalten? Na, na, na. Weg von dem Typ. Was will ich? Was will ich? Was will ich? Was gefällt mir? Was macht mir Spaß? Was tut mir gut? Was will ich für mich tun? Das ist das Wichtige. Aber doch sicher nicht die ganze Zeit über diesen Typen nachzudenken. Das ist Verfolgen. Gedankliche, absolute, wahnhafte Verfolgung. Was mache ich, wenn ich in einer glücklichen Beziehung bin? Wenn ich dann meinen Mann auch noch so wahnhaft verfolge, werde ich nie in einer glücklichen Beziehung sein. Das sind so bescheuerte Konzepte, die wir übernommen haben. Die müssen alle auf den Tisch auseinandergerissen werden, neu zusammengesetzt werden, damit ich endlich das haben kann, was ich will. Es ist ein komplexes Ding, aber es führt mich nur zu mir selber zurück. Es führt mich dahin, dass ich morgens aufwache und sage, ich liebe dich, du bist so eine tolle Frau, mit dir durchs Leben zu gehen, das macht so viel Spaß. Jeder Gedanke, oder jeder Traum und jeder Wunsch, den du hast, der ist mir Befehl. Ich gehe für dich. Ich bin all in für dich. Das sind die Gedanken, die ich morgens über mich haben sollte. Weil nur wenn ich sie über mich habe, habe ich die Möglichkeit, einen Mann zu erschaffen, der diese Gedanken über mich auch hat. Und das ist das, was ich letztendlich möchte. Ich möchte nicht, dass der Typ neben mir auf dem Sofa sitzt mit so einer Scheißfresse. Ich möchte, dass der all in ist für mich. Und das kriege ich nur hin, wenn ich all in bin für mich. Und sobald ich noch irgendwo rumdenke, wieso, weshalb, warum, wofür sind die Sachen, wo ist der Typ, wo ist der Anruf, wo ist das Meeting, ist es all in für mich. Und erstmal nicht mehr an irgendjemand anders denken, außer an dich. Weil du möchtest ja mal wissen, wie es ist, wenn man nur an dich denkt. Wie willst du es dann rauskriegen, wie es ist, wenn du nur an dich denkst, wenn du es nicht mal selber hinkriegst? Schau mal, es ist alles ein energetisches Spiel. Wenn du überall Birds before Land siehst, das heißt, ich bin in freudiger Erwartung. Ich bin in freudiger Erwartung. Juhu, juhu, juhu. Toll. Aber es ist keine Voraussetzung. Es geht nur um den energetischen Zustand, der dich, dieser Birds before Land, das ist diese freudige Erwartung. Juhu, ich freue mich, es ist schön. Aber was macht ein Vogel, bevor er an Land geht? Was macht ein Vogel, bevor er an Land geht? Was stellst du dir vor? Ein Vogel, bevor er an Land geht, genießt jede Sekunde, die er fliegt. Das ist das, ich bin im gegenwärtigen Moment. Ein Vogel, der fliegt, bevor er landet, ist
absolut freudig, nicht weil er landet. Und ich diese Vögel, die man sieht, bevor das zum Land kommt, ja, das ist das, was der Neville Goddard damit meint. Das es sind Anzeichen. Worin sehe ich die Anzeichen? Ah, das ist auch wieder noch das Allergeilste. Ich habe mich auf ihn eingelassen. Das ist es ja doch schon mal wieder. Auf was hast du dich denn eingelassen? Auf die Bedürftige zu sein. Warum? Weil es ein altes Muster ist, dass wenn er da ist, muss ich ihm doch zeigen, wie toll ich bin. Dass er es gut gemacht hat, gebe ich ihm ein paar Leckerchen. Und schon, genau. Das ist es. Und es ist immer so. Ich muss die sein, die ich bin. Punkt. Egal, was sich da draußen zeigt. Und das ist mein einziger Fokus. So, jetzt gehen wir mal noch ein bisschen weiter. Wer ist denn noch da? Hat sich angemeldet von Hot Seat und hat diesbezüglich noch eine Frage? Das passt ja wahrscheinlich super gut hier zusammen, ne? Also, ja. Ja, weil halt noch zu viele alte Bewertungen da sind, ja. Und weil noch zu viel nicht vergessen ist. Also was heißt vergessen? Nicht mehr aktiv ist, ja, weil er halt noch immer der ist, für den du nicht die Traumfrau bist und weil er halt immer noch der ist, für den du halt eine sehr wichtige Person bist, aber nicht the number one. Und das wird so lange sein, bis du nicht erkennst, dass du die number one bist. The one and only. Ja, also wir können ein Beispiel nehmen. Was pisst dich an ihm am meisten an? Ach, du bist noch sauer wegen irgendwas, was er gemacht hat, was er getan hat. Ja, genau. Und solange halt diese Sachen noch da sind, wo man immer wieder denkt, was für ein Pisser. Der ein Pisser sein. Und ein Pisser, ich meine, wer will denn schon, dass ein Pisser sagt, du bist mein One and Only? Und sagt, verpiss dich, Pisser. Ja, der muss in seinem absoluten schönsten Divine Design dastehen können und keine Altlasten mehr haben. Und da geht es eben auch ganz, ganz groß darum, dass ich mal schaue, wie ich mit diesen Sachen umgehe, die mich so verletzt haben. Ja, wie gehe ich mit Sachen um, mit Verletzungen um? Und ich bin sauer, ich bin nachtragend, ich bin verdammt nachtragend. Ja, ich bin einfach noch verletzt. Und das ist das Ding, ich kann nicht eine Verletzte sein, ja, the wounded. So. Ja, was machst du denn als Mann mit einer verletzten Frau? Die mag sie ganz gerne, die ist dir wichtig. Oder weglaufen. Beides gleich, ja, auf jeden Fall beides, aber dein Bild von ihm verändern, weil solange er für dich, der nicht gut genug ist, wirst du für ihn nicht gut genug sein. Ja? Weil du
gerade ein Spielchen hier gebastelt hast von zwei Menschen, die nicht gut genügend, die sind nicht genügend. Und das ist das Problem, ja, wenn der andere nicht genügt, will ich automatisch mit dem nichts haben. Von der Energie her. Mein Kopf sagt zwar, ich will, aber mein Kopf sagt auch ganz klar, ich will aber nur, wenn er gut genug ist. Aber ist nicht gut genug, weil er pisst mich noch an und das sind die Sachen, das regt mich auf und so will ich ihn nicht. Gut, ist mein gutes Recht. Muss ich mir auch mal eingestehen, ja? So einen will ich nicht. Und jetzt muss ich schauen, ist er denn wirklich so einer oder habe ich ihn tatsächlich zu so einem gemacht? Und ich habe ihn ja zu so einem gemacht, weil ich ja alle zu dem mache, was sie sind. Also muss ich schauen, wie kriege ich das wieder raus, dass er nicht so einer ist, während er mir zeigt, dass er noch so einer ist. Nein, überhaupt nicht. Absolut überhaupt nicht. Da hilft mir aber nur dieses Verstehen und zu sagen, naja, du kannst noch nicht einfach bedingungslos den toll finden. Das ist der Fakt. Du kannst nicht einfach sagen, egal was er macht, egal was er tut, egal was er nicht tut, ich finde ihn einfach bedingungslos toll. Weil das macht die Energie frei. Und es ist mir scheißegal, wo der bedingungslos toll ist, ob neben mir auf meinem Sofa oder sonst irgendwo in der Welt. Fakt ist, der Typ ist bedingungslos toll. Und ich auch. Auch bedingungslos toll. Ich bin auch bedingungslos großartig, perfekt geliebt, wunderbar, ohne irgendetwas machen, tun oder sein oder zeigen zu müssen. Es ist einfach Fakt, 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 Fakt. Das sind Sachen, die du halt nicht an ihm super findest. Punkt. Und das sind wiederum die Sachen, die du an dir selber nicht super findest. Ja? Und wahrscheinlich hast du auch schon mal einen Urlaub abgesagt. Aus welchen Gründen auch immer, ne? Und du warst wahrscheinlich auch schon auf der anderen Seite. Und wir waren alle schon auf dieser Seite. Wir waren alle schon die Anpisser. Wir haben auch schon genau die gleiche Rolle gehabt. Wir sind beides, ja? Und wenn ich das mal in meinen Kopf kriege, ist es auch dieses Arschloch bin, dass es auch in mir wohnt, genauso wie die Königin, diese perfekte, diese wunderbare, die schöne, die geliebte, die unterstützte, die Number One Priority. Aber gleichzeitig wohnt dieses scheiß Arschloch in mir. Beide Facetten. Und wenn ich das mal annehmen kann und kann sagen, ja, okay, aber nur weil ich mich halt auch schon oft wie ein Arschloch verhalten habe, weiß ich doch jetzt, dass ich eigentlich gar keins bin. Sondern ich bin absolutes Divine Design. Ergo gilt es ja für den anderen auch. Und so komme ich da ein bisschen klar rein. Da komme ich ein bisschen in die Reinheit rein, ja. Und dann muss ich halt dieses Ganze unbedingt haben zu wollen loslassen. Weil wenn ich doch alles bin, und ich bin alles, ich bin der auch. Der kann man ja gar nicht verloren gehen sein. Verloren gehen. Der ist da, aber als wer ist er da? Und dann kollabiert Zeit, Ort und Form. Und dann sind wir zusammen. Aber wir bleiben halt dann auch nur zusammen, wenn ich halt dann stabil bin. Weil wenn dann irgendwo das mal wieder nach, so wie bei der Tuba, danach riecht, ja, der ist weg, der kann ja gar nicht kommen. Dann baue ich mir schon wieder eine schöne Story in meinem Gesicht, in meinem Kopf zusammen, und wundere mich dann in Anführungsstrichen, warum sie sich realisiert. So soll es versuchen, dass der, no matter was er tut und jemals getan hat, einfach für dich der tollste, tollste Mensch ist auf Gottes Erdboden. Und unabhängig davon bist du die tollste, tollste Frau auf Gottes Erdboden und tust das, was eine tolle Frau aus ihrem tollen Leben macht.
Ja, aber wieso willst du wissen, was es passiert ist? Klar ist es passiert, aber du weißt ja auch, mit wem es passiert ist. Mit einer Frau, mit der du eigentlich nichts mehr zu tun hast. Also dann frage ich mich, warum du die ganze Zeit an diese Frau denken musst, mit der du eigentlich gar nichts mehr zu tun hast. Weil diese Frau, mit der du gar nichts mehr zu tun hast, die denkt an diesen Kram. Einfach, um mir mal wieder so richtig schön die Suppe zu versalzen. Warum? Es hat ja alles seinen Grund gehabt, warum es so war. Und diese ganze Situation hat dich auf diesen Weg gebracht. Warum willst du immer wieder dieser Situation, die dich auf den Weg gebracht hat, eine schlechte Bedeutung geben? Ja, dann bist du halt wieder die in dem Moment. Ja, bist du wieder in diese Version von dir reingehüpft, der das passiert ist. Aber du darfst auch gleichzeitig in eine neue Realität reinhüpfen und dann musst du aber auch damit okay sein, dass wenn sich deine zukünftige Zeitlinie verändert, dass sich natürlich die rückwirkende Zeitlinie auch verändert hat, weil du ja nicht mehr die bist, die sitzen gelassen wird. Und ja, aber dann kannst du sagen, das ist eine Realität, die es gibt, aber nicht meine. Weil es gibt alle Realitäten sind gleichzeitig gleichwohl verfügbar. Und wenn ich aber jetzt eine andere bin, dann sehe ich ja viele mögliche Realitäten, ja. Ich habe ja 100.000 mögliche Szenarien vor der Zukunft und diesbezüglich habe ich auch 100.000 mögliche Szenarien von der Vergangenheit. Und da muss ich halt dann wirklich firm bleiben und sagen, ja, logisch ist es eine Realität, dass man mir einen Urlaub absagt. Aber nicht meine Realität. Das bin nicht ich. Das ist nicht das, was mit mir matcht. Deswegen muss ich auch keine Angst mehr davor haben. Und überhaupt, wenn mir wieder ein Urlaub abgesagt wird, dann weiß ich auch wieder, dass ich diesen Urlaub eigentlich nicht wollte. Und da muss ich halt so ehrlich zu mir sein. Alles das, was ich nicht habe, wollte ich aus irgendeinem Grund nicht. Und wenn ich es aber wollen will, dann muss ich die Gründe rausfinden, aus welchen Gründen ich das nicht will. Weil es dann wieder Szenarien und Geschichten sind, die mir dann halt sagen, ja, du willst es ja nicht. Und du wolltest ja auch diesen Urlaub mit dem Mann nicht. Muss man einfach de facto sagen. Es wäre horrible gewesen, wenn der jetzt ge gegen alle energetischen Gesetze verstoßen hätte und mit dir in Urlaub gegangen wäre. Das wäre schrecklich gewesen. Ist ja so. Musst du einfach zugeben, musst du einfach sagen, ich wollte diesen Urlaub nicht. Auf diese Art und Weise mit diesem Mann wollte ich keinen Urlaub. Und wenn ich in Zukunft einen Urlaub will mit diesem Mann, dann muss er ein anderer sein. Weil sonst kriege ich nämlich wieder keinen Urlaub. Ich muss so bittertief ehrlich mit mir sein. Und ich kann es halt nicht über den Zaun brechen oder es ist nicht möglich, irgendwie Gas zu geben und mich zu beeilen. Weil ich kann nur die sein, die ich jetzt gerade sein kann. Und ich kann auch nur die Gedanken denken, die ich jetzt gerade denken kann. Und ich kann mich nicht zwingen, andere Gedanken zu denken, weil dann ist es halt eine aufgesetzte Geschichte. Ich muss immer wieder diese komplette Wer bin ich Sache verkörpern. Verkörpern heißt fühlen, denken, die ganzen Annahmen. Und das braucht halt Zeit, immer wieder, oder? Bis das gereinigt ist, bis es kristallklar ist, ich mir kristallklar bin. Und vor allem, bis ich mir nicht mehr Geschichten erzähle und sage,
Weil der jetzt nicht da ist, habe ich es nicht geschafft. Weil ich mit dem jetzt schon wieder nicht in Urlaub gegangen bin, habe ich es nicht geschafft. Weil ich, nehmen wir nur mal Geld, oder? Weil ich jetzt mein Bankkonto immer noch nicht auf diesen Stand gebracht habe, habe ich es noch nicht geschafft. Weil ich das, ja, ich muss aufhören, mir diese Geschichten zu erzählen, die mir sagen, weil das jetzt so nicht im Außen sich zeigt, hast du es noch nicht geschafft. Weil es ist scheißegal, welche Geschichte ich mir hererzähle. Nachher bleibe ich als eine, die es einfach nicht geschafft hat und die nicht gut genug ist. Und das muss aufhören. Ich bin unter allen Umständen, unter jedem Umstand, an jedem Ort, zu jeder Zeit mit jedem Menschen in meiner absoluten göttlichen Perfektion. Und ich erlaube keiner Geschichte mehr, mir zu sagen, dass ich irgendwas noch nicht kann, geschafft habe oder noch nicht gut genug bin. Ende Gelände. Und wenn er einfach sagt, ja, du bist so eine tolle Frau und aber nicht zum Heiraten, bla bla bla, dann weiß ich, dass ich das irgendwo noch glaube, dass er das glaubt. Weil wenn er es nicht glauben würde, hätte ja nicht den Urlaub abgesagt. Also glaubt er das ja noch. Das sind diese abgefahrenen Dinger und da muss ich einfach wirklich so, so klar mit mir umgehen. Aber no rush auf Ergebnisse im Außen, weil die inneren Ergebnisse sind da, sind so wichtig. Und ich habe gerade heute von der lieben Manu so eine tolle Nachricht bekommen, was sie mir einfach gesagt hat, bis am Freitag habe ich noch gedacht, es hat sich nichts verändert. Seit Anfang des Jahres oder ja, letztes Jahr sogar. Und dann hat sie nochmal hingeschaut und hat gesehen, dass sich alles verändert hat. Obwohl der Typ, der sie in das Rennen geschickt hat, immer noch nicht auf ihrem Sofa sitzt, hat sich ihr komplettes Leben so geil verändert, dass endlich der Typ mit ihr in ihrem geilen Leben auf dem Sofa sitzen kann. Das ist es doch. Darum geht es mir. Und das dürfen wir nicht vergessen. Ich will keinen Typ haben, der in meinem nicht gut genugenden Leben mit mir immer ein nicht gut genuges, mittelmäßiges Leben teilt. Das will ich nicht. Da muss ich mir ehrlich sein. Sondern ich habe richtig hohe Ansprüche und ich muss die Frau sein, die dieses Leben führt. Und nachher füge ich diesen Typen dazu. Aber der Typ wird nicht der Bringer sein, der mich in dieses Leben, in diese Identity bringt. Und da bist du auch jetzt schon wieder auf einem super Weg. Du hast, seit wir unsere Break-Free-Woche hatten, auch hier musst du auch wieder hingucken, was alles passiert ist, was sich alles so, so geil verändert hat, oder? Und du merkst es, dass es der Weg ist und hast dich auch heute nochmal angemeldet für ein Jahr Community und das ist wirklich der Bringer. Da dran zu bleiben und alleine werde ich es nicht tun. Punkt. Ich werde immer wieder wegfallen. Ich werde irgendwann mal werde ich komplett ausfallen. Und ich muss dafür sorgen, und das ist halt ein Weg, dass diese Community, die sorgt hat, dafür, dass ich in diesem Mindset bleibe und tiefer reingehe. Und das wollen wir alle. Wir wollen das allergeilste Leben mit den geilsten Erlebnissen, den geilsten Menschen. Punkt. Und einer ist dann halt mit mir körperlich noch intim. Aber das ist auch das wirklich das einzige Unterschied zwischen all den anderen Menschen. Mit denen bin ich einfach körperlich nicht intim. Aber ich bin trotzdem genauso connected, genauso intim mit allen Menschen in meinem Umfeld. Und das ist das Allerschönste. Wo ich so, so nackt sein kann, wo ich so ich sein kann, wo ich so meine Sachen machen kann, egal mit wem, an welchem Ort und überall. Und das will ich. Muss ich mir einfach ehrlich sein. Es geht mir gar nicht darum, dass der Typ neben mir in diesem mittelmäßigen Leben auf dem Sofa sitzt und sagt, oh, du bist so toll, du bist mein Traumfrau. Will niemand. Redet sich jeder ein, dass es dann besser wird, aber will niemand. Ja. Ja, es ist Weihnachten. Wir können uns um unser Divine Design kümmern. Ja, ist noch jemand da, der noch was fragen, sagen will, beitragen will? Egal zu welchem Thema. Du hast zu Recht, danke. Ja, leider habe ich so recht. Es ist nicht einfach, aber es ist der Weg. Und wir gehen den alle mit Bravour. Ja, Sandra, du wolltest noch was. Ist genau das Gleiche. Ist kein Unterschied.
Ja, deswegen habe ich auch übrigens die Masterclass Money is my Lover, habe ich auch ins Angebot reingenommen. Ich habe es jetzt gerade gar nicht hier, wo haben wir das hingeschrieben? Ah, ja, genau. Das ist genauso Money is my Lover und I am chosen. Das sind die zwei Masterclasses, weil es nämlich genau darum geht, ja. Money muss mein Lover sein. Und ich will auch nicht, dass es ein Riesenhaufen Geld neben mir die Frau, die nicht gut genug ist, sitzt und sich auftürmt, sondern ich will, dass es eins ist, auch in der Energie. Ich muss erkennen, wie gut ich bin, damit ich mir vorstellen kann, dass Geld oder all das, was für mich ist, der Liebhaber oder das Geld, das eben auch sieht. Es ist alles, es ist immer das gleiche Prinzip. Und der SP steht ja nur für eine Vorstellung von mir, dass ich nicht gut genug sein könnte. Und genauso steht das Geld oder mein Job für eine Vorstellung von mir, dass ich nicht gut genug sein konnte, dass ich nicht wertvoll genug sein könnte, dass ich etwas nicht verdient habe, dass ich irgendwo noch irgendeine Bedingung dran setze, dass das Ganze verhindert. Wann kann Geld zu mir kommen? Wie, für was kriege ich Geld? Für was darf ich Geld annehmen? Welches Geld darf ich annehmen? Da haben wir auch in Wien drüber gesprochen, an unserem Divine Design Fest, ja? Blutgeld will keiner. Was ist Blutgeld? Schmutziges Geld. Geld, wo andere drüber leiden oder drunter gelitten haben, das anderen Schmerzen zufügt, dass dieses Geld aus dem Schmerz heraus, das will ich nicht. Ich muss Geld so erkennen können, dass Geld aus der Freude raus ist. Dass Geld aus der Freude raus entsteht, ausgegeben wird. Dass Geld ein Booster für Freude ist. Aber für die meisten ist Geld ein Booster für Leid. Genauso wie der SP. Ja? Tipp an meiner Seite ist da, um mir Herzschmerz zu bereiten. Und das Geld ist auch dazu da, um mir auch wieder Mangelschmerz zu bereiten, auf irgendeine Art und Weise. Das muss ich in meinem Kopf hinkriegen. Und es geht nur über das Selbstkonzept, über meinen Wert, dass ich bedingungslos wertvoll bin. Dann kann ich bedingungslos Liebe in allen Formen für mich akzeptieren. In allen Formen. Und eine Form der Liebe ist nun mal Geld. Da haben wir auch in Rising Up so viele tiefgreifende Geschichten gemacht. Wann darf mir ein Mann wie viel schenken und in welchen Wert von Geschenk ist es in Ordnung und was wäre zu viel? Ja, wir haben da klare Konzepte. Und die müssen wir auf den Tisch legen. Was für ein Konzept habe ich, wo Geld herkommen darf, wo Geld nicht herkommen darf, was ich annehmen darf, was nicht. Das ist eigentlich das Allergrößte, dass wir diese ganzen Konzepte, das heißt diese ganzen Bedingungen und Annahmen und Zusammenhänge, die wir in unseren Köpfen haben, mal auf den Tisch legen und sagen, nö, ich bin wertvoll und der Wert darf mir von allem und jedem gezeigt werden. Und es fängt damit an, ja, dass ich mir vorstellen müsste, zum Beispiel, müsste es völlig in Ordnung sein, wenn ein Obdachloser herkommt und mir das Gesammelte von dem ganzen Tag schenken möchte. Kannst du das annehmen? Nee, genau. Ist mir sonnenklar. Aber warum nicht? Weil der hat es entschieden. Deine Energie ist so geil, dass der sagt, der will ich das jetzt geben. Das ist für mich so eine riesengroße Freude, der dieses Geld zu geben, weil mich das erfüllt. Das ist nur mal ein krasses Szenario, ja, weil wir erkennen müssen, dass diese Erfüllung, die ich für mich und für die Dinge, die ich tue und für mein pures Sein, dass ich akzeptieren kann, dass jemand anders die genauso sieht und empfindet und bereit ist, Zeit, Geld, Aufmerksamkeit, Liebe, Körperlichkeit, einfach nur deswegen für mich zu investieren. Und da sind ganz, ganz viele Blocks drin, dahinter bei Geld. Und die muss ich rausfinden. Die sind ähnlich, aber doch wiederum individuell.
diese Geschichten, die ich mir erzähle. Warum Geld nicht kommen kann oder wie viel Geld ich für was möchte, haben möchten darf. Ja, ich will nicht verlangen sagen, sondern haben möchte darf. Ich darf ihr Geld einfach nur haben. Ich darf ihr einfach sagen, ich möchte das Geld haben, weil es mir zusteht, weil es mein Wert ist, weil es mein Wert widerspiegelt. Aber wenn ein Obdachloser, das ist auch so wichtig, ich muss mir einfach vorstellen können, dass es jeder machen darf. Jeder darf mir Geld geben. Jeder. Kriegt es hin in meinem Kopf. Fühle ich mich so wertvoll, dass ich mir vorstellen kann, dass jeder, der mir Geld gibt, tatsächlich seine heile Freude hat, nur um mir das Geld zu geben. Kriegt es hin? Logisch kriege ich das hin, weil ich weiß es, was es für eine helle Freude ist, Menschen, Situationen, Tiere, was weiß ich nicht was, zu beschenken. Mit Zeit, Liebe, Aufmerksamkeit und Geld. Das ist mir scheißegal. Da sehe ich gerade bei der Daniela die Katze, oder? Das ist völlig wurscht. Das ist eine riesengroße Freude der Katze, irgendwie das leckerste und teuerste Essen zu schenken. Wahrscheinlich ist es der Katze auch noch relativ wurscht. Aber hier geht es wirklich nur darum, wie man sich selber fühlt. Weil ich der Katze das schönste und das teuerste Essen kaufe, das ich mir jetzt gerade vorstellen kann. Ich will nur das Beste für die Katze. Kann ich mir vorstellen, dass das Leben, die Welt auch nur das Beste für mich will? Wie muss ich sein? Bedingungslos. Und es geht nur über Selbstkonzept. Nur. Ich habe auch selber schon immer wieder Auswege gesucht, mein Kopf. Aber ich kann euch sagen, ich bin immer wieder da gelandet. Es ist nur ich, es bin nur ich, meine Ansichten, mein Selbstkonzept, was ich über mich glaube, was ich über die anderen glaube. Punkt. Und da brauche ich abgefahrene Konzepte, weil mein Egoverstand, der hat richtig kleine, enge Zusammenhänge. Und die halten mich halt da, wo ich bin. Also kann ich auch nur empfehlen, wirklich, Money is my lover gibt es jetzt auch für die Mitglieder für 222. Es ist wirklich üben. Ich kann es euch nur sagen. Wenn ich so eine Schnippbleiche suche, die kriege ich, wenn ich da oben bin, in meinem absoluten Divine Design. Da kann ich nur noch schnippen. Da verändern sich die Dinge super, super schnell. Aber solange ich halt immer noch diese Zweifel, Einschränkungen und Beurteilungen und Zusammenhänge habe, die aktiv sind, braucht es halt die Zeit, bis ich die gelöst habe. Und wenn ich halt mal wirklich mir erlaubt habe, komplett frei zu sein, was von heute auf morgen gehen könnte, theoretisch. Dann verändern sich die Sachen auch komplett schnell. Aber ich muss mich dahin bringen. Und das ist das Menschliche will ja nicht sterben, das Ego will ja einfach nicht sterben. Das glaubt ja tatsächlich noch, dass es wichtig ist, dass es mich am Leben hält, dass es mich beschützt, dass es schaut, dass es mir gut geht, indem es mich vor Enttäuschungen bewahrt und so weiter und so fort, was da alles noch immer so aktiv ist im Kopf. Ja, noch eine kleine kurze letzte Geschichte, Frage, Anmerkung etc. pp. Könnt ihr euch kurz mal noch das überlegen? Ich sage noch was dazu. Es ist so wichtig, dass ich mich mit diesem Kack zeige, dass ich das rauslasse, dass ich es auf den Tisch bringe, aufs Tablett. Dazu ist dieser Platz hier in der Community. Ein Video, eine Sprachnachricht oder einen Text zu schreiben und zu sagen, was im Kopf vorgeht. Die Marina hat es heute super toll vorgemacht. Und ja, dann hast du einen Satz von mir gekriegt. Konntest du was anfangen mit dem Satz? Nur mal als Beispiel. Die den Hotseat mit der Marina angeschaut haben, die wissen ja nicht mal mehr, dass das die gleiche Frau ist, aber das ist tatsächlich so. Sie hat ihren Namen noch nicht verändert.
Du hast es heute einfach nochmal wieder das tolle Beispiel gemacht. Dir ist was im Kopf vorgegangen. Du hast ein Video gemacht, um das zu verarbeiten und für dich Klarheit zu kriegen. Richtig? Und dann, nachdem du das Video gemacht hast, hat die Welt auch schon mal wieder anders ausgeschaut, oder? Und was habe ich dir dann dazu geschrieben? Muss ich gerade noch selber schauen. Das war dann so ein Impuls von mir. Warte mal. Genau, ich habe geschrieben, Herzenspartner sind Partner, die zu deinem Divine Design passen, also auch zu dem Denken und den Ansichten aus dem Divine Design. Weil das war das, worüber du dir Gedanken gemacht hast, wer ist denn jetzt mein Herzenspartner, oder? Ja. Und darum geht es, ja. Herz ist Divine Design, Herzdenken, Herz. Gefühle, das ist absolute Perfektion, da ist kein Zweifel mehr dran. Da ist alles in absoluter Einheit, da ist alles schön, da ist alles in Erfüllung, ja, wenn es aus dem Herzen kommt. Da gibt es keinen Mangel, da gibt es keine Kritik. Und deswegen kann ein Herzenspartner nur der sein, wie ich es vorher eben auch gesagt habe, an dem ich keinen Mangel und keine Kritik übe. Das ist dann mein Herzenspartner. Und das ist das, das kann ich für jeden hinkriegen, theoretisch. Aber bei den einen fällt es mir leichter und bei den anderen fällt es mir halt ein bisschen schwerer. Aber meine Aufgabe wird immer, immer die bleiben. Weil, wie oft habe ich einen Herzenspartner zum Schmerzenspartner gemacht? Das passt eigentlich ganz gut, oder? Das war der Herzenspartner und nachher wurde der Schmerzenspartner. Warum? Weil ich meinen Schmerz auf ihn projiziert habe. Ganz einfach. Und deswegen habe ich das dazu geschrieben, weil eben der Herzenspartner halt immer der ist, den ich einfach von Herzen liebe. Das heißt nicht vom Kopf, weil er was tut, weil er was macht, weil er was kann, weil er was zeigt, weil er was beweist, sondern weil ich ihn einfach von Herzen liebe, egal was er macht. Das ist mein Herzenspartner. Und wenn ich so einen Herzenspartner habe, wirklich bedingungslos habe und ich selber die Herzenspartnerin bin, was ist denn das dann für eine Herzensbeziehung? Aber da müssen alle Bedingungen raus. Das Gleiche ist bei Herzensclients oder Soulclients, ja? Im Job. Oder Herzensmitarbeiter, Soulmitarbeiter. Bei den einen sehe ich halt schneller das Divine Design, weil sie es selber schon mehr verkörpern. Und das darf ich mir auf die Fahnen schreiben, dass ich einfach mit diesen Leuten diese Connection haben möchte. Und die anderen, die noch nicht so da sind, die sind ja deswegen nicht schlechter. Aber sind jetzt halt gerade nicht auf meinem Spielplatz und spielen halt auch gerade nicht mit mir. Heißt aber nicht, dass sie nie wieder mit mir spielen dürfen. Sondern die spielen dann mit mir, wenn wir die gleichen Späße haben, wenn wir eine gleiche Freude haben, wenn wir die gleichen Ansichten haben. Und solange keiner mit mir spielt, spiele ich auch nicht, oder was? Nein, das spiele ich allein. Bis ich wieder jemanden anziehe oder bis sich jemand dahergesellt hat, mit dem ich gerne spiele. Aber in dem Moment, wo es nicht gut ist, dass ich alleine spiele, weil ich dann nicht geliebt oder gewollt oder erfolgreich bin, weil ich gerade mal in dem Moment alleine spiele, habe ich schon wieder die Arschkarte manifestiert. Das sind so viele Sachen, ja, die immer wieder im Kopf sind. Wenn keiner mich unterstützt, bin ich scheiße. Wenn keiner da ist mit mir, bin ich scheiße. Wenn ich Weihnachten alleine bin, bin ich scheiße. Wenn ich Silvester alleine bin, bin ich scheiße. Ja, jetzt kommen ja all diese ganzen Geschichten. Nee, bin ich nett. Sondern ich wähle das. Gerade in dem Moment. Und weil ich es halt irgendwie brauche, ist es in Ordnung für mich, auch mal alleine zu sein. Es heißt nichts, wenn ich alleine bin. Und wenn es nichts heißt, wenn ich alleine bin, heißt es auch nichts, wenn ich zusammen bin. Ich bin immer die gleiche. Ich bin immer die eine. Und deswegen sind wir halt hier auch wieder bei Selbstkonzept. Ich bin immer die, die ich bin. Ich bin immer die, die ich bin. Also sage ich mir das, wer ich bin.
Und nicht, weil ich gerade heute toll aussehe oder weil ich überhaupt gut aussehe. Wie viele tolle Menschen gibt's, die echt nicht gut aussehen? Ich habe mich sogar mal in einen total verliebt. Der sagt auch von sich selber, er sieht nicht gut aus. Das sagt es die ganze Zeit. Das ist mein Ex-Ex-Ex, keine Ahnung, Freund, mit dem ich aber immer noch im super guten Kontakt bin. Hat schon immer gesagt, das sieht nicht gut aus. Aber damals, als ich mich in den verliebt habe, sah er super aus. Das sah richtig gut aus. Aber de facto sieht er wirklich nicht gut aus. Punkt. Aber egal. Er hat es nie zu seinem Thema gemacht, sein Aussehen. Er hat sich nie über sein Aussehen irgendetwas nicht erlaubt, weil er jetzt gerade halt mal so aussieht. Und das ist das Wichtigste. Wenn ich gerade mal so aussehe, darf ich irgendwas nicht sein. Wenn ich mich gerade mal scheiße fühle, darf ich irgendwas nicht sein. Weil gerade mal irgendwie mein Bankkonto so nicht aussieht, wie ich es mir hätte, darf ich irgendwas nicht sein. Weil Menschen mit mir gerade nicht so umgehen, wie ich das mir vorstelle, darf ich irgendwer nicht sein. Das muss weg. Bedingungen gibt es nicht mehr. Und es ist immer das gleiche Prinzip. Ich bin bedingungslos perfekt, zu jedem Ort, zu jeder Zeit, in jeder Situation, mit jedem Gefühl, mit jedem Aussehen, mit jedem Alter. Das muss ich einfach mal für mich klar haben. Und dann laufe ich wirklich unbeschwert durch diese Welt. Und dann wird diese Welt unbeschwert für mich. Ja, ihr Lieben. Ich hoffe, dieses Hot Seat Coaching ging ja mal wieder über SP, aber wirklich. SP ist nur mein Spiegel. Geld, meine finanzielle Situation ist nur mein Spiegel, was ich über mich glaube, über meinen Wert, über das, wie ich anerkannt bin, wie ich sein darf, was ich wollen darf. Ist genau das Gleiche. Deswegen ist es so toll, egal wo ich jetzt diesen Schmerzpunkt rausfinde. Es geht immer nur wieder darum, dass ich irgendwelchen Mangel an mir empfinde, irgendwelche Einschränkungen mir auferlege, irgendwelche Sachen denke, dass ich sie nicht tun soll oder anders tun soll, etc. pp. Und ich möchte die sein, die alles tut und macht, was sie möchte, weil sie weiß, dass es einfach nur genial ist. Amen. Und wenn es nur genial ist, was ich tue, dann wird mir meine Genialität auf alle Arten und Weisen wiedergespiegelt. Von allen Menschen, von allem Geld, von allen Tieren, von allen Arbeiten, von allen Projekten, von all meinen Vorhaben, von allem. Also gibt es keinen Grund, mir nicht zu erlauben, so durch die Gegend zu laufen. Und das wünsche ich mir, dass wir so schnell wie möglich diesen Switch in unserem Kopf hinkriegen. Und das Allerwichtigste ist, dass wenn wir ihn mal nicht hinkriegen, dass wir uns nicht dafür verurteilen und nicht sagen, kannst es wieder noch nicht. Das hast du schon so oft gehört und jetzt kriegst du es wieder nicht hin und wie oft musst du denn noch und so weiter und so fort. Solche Sachen, die müssen raus. Es ist eine Erkenntnis. Es ist ein Wechsel der Einstellung, es ist eine Transformation. Wertfrei. Das heißt wertfrei, ja? Das heißt nicht bewerten, sondern wertfrei heißt, ich mache mich nicht schlecht. Ich werte alles neutral. Das heißt, wertfrei ist gut, es ist perfekt, es ist in Ordnung. Das ist wertfrei. Schlecht wertfrei. Gut darf ich sehr werten. Dafür alles prima werden. Und es ist doch super, super prima, wenn mir mal wieder einer sagt, dass ich nicht gewollt bin. Oder wieder einer sagt, dass ich nicht gut genug bin. Und dass mir wieder mal einer sagt, ich bin nicht die Frau zum Heiraten. Toll, danke. Warum glaube ich das immer noch? Das ist die einzige Frage, die ich mir darauf stellen soll. Ich habe kein Geld, um irgendwas zu machen, was ich gerne machen will. Warum glaube ich immer noch, dass ich die Frau bin, die kein Geld hat? Weil ich die Frau bin, die irgendwie nicht alles gut genug macht, weil ich die Frau bin, die irgendwie noch nicht das Wertvolle ist, weil ich die Frau bin, die irgendwas noch nicht ganz auf die Reihe gekriegt hat. Da, 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 da.
Also, ihr Lieben, nehmt es wirklich mal näher wieder her hier. Ich kann nicht mehr sagen als öffnet euch, lasst diesen Idioten mal aufs Papier, ins Video, sprecht aus, was euch bewegt, dann ist es draußen und dann kann es transformiert werden. Dann können wir uns unterstützen gegenseitig, dann kann ich euch Tipps geben. Aber solange ihr diesen ganzen Kram mit euch rumträgt, ist er Teil von euch. Und man identifiziert sich damit. Und wenn ich mich aber nicht mehr damit identifiziere, weil ich mich mit meinem Divine Design identifiziere, kann ich ja ohne Scham und Schande diesen Scheiß, der einfach in meinem Kopf ist, mal rauslassen. Weil es bin nicht ich. Das ist Zeug, das in meinem Kopf ist. Und dieses Zeug macht Emotionen. Und auch diese Emotionen bin ich nicht. Und das ist der Weg. Und wir müssen uns für nichts schämen. Jeden Drecksgedanken, den ich schon mal gedacht habe, weiß ich ganz genau, dass den jeder schon mal gedacht hat. Jede Scheißaktion, die ich schon mal gebracht hat, weiß ich ganz genau, dass sie jeder von euch auch schon gebracht hat. Jede Scheißidee, die ich jemals schon gehabt habe, weiß ich ganz genau, hat jeder von euch auch schon gehabt. Weil wir sind alle eins im Human Design, in diesen Scheißideen, in diesem Mangel. Und genauso sind wir alle eins in unserem göttlichen Design, in unserer Wahrhaftigkeit. Da muss sich keiner schämen. Wir sind alle schuldfrei. Wir sind einfach nur Hirn. Und wir müssen lernen, Divine Mind zu sein und nicht mehr Human Design Mind, Ego Mind. Ich kann alles sein. Ich kann alles sein. Und das macht ja auch wieder lustig. Ich meine, die Frau zu sein, die nicht geheiratet werden will, ist auch eine geile Rolle. Die Frau zu sein, die nicht wertvoll ist und deswegen pleite und kein Geld hat, ist auch eine geile Rolle. Ja? Jede Rolle ist eine Erfahrung. Jede Erfahrung ist eine Rolle. Und ich kann es einfach wechseln. Das ist es. Ich kann es wechseln, weil ich die nicht bin, sondern weil ich nur die bin, die gerade die Erfahrung macht. Und wenn die Erfahrung mir reicht, mich langweilt, ankotzt, bis zum Himmel, dann sage ich, Schluss. Jetzt machen wir eine andere Erfahrung als jemand anders. Und dann kann ich das machen und ich muss mich nicht erklären, ich muss mich nicht rechtfertigen. Ich muss einfach nur sagen, that's it. Danke. Und ich erinnere mich noch so gut an den Tag, wo ich gesagt habe zu meinem Verstand, hey, so scheiß langweilig, was du da laberst. So langweilig. Deine Ansichten so langweilig. Alles, was du mir immer wieder erzählst und da draußen siehst und lässt es in deinem Kopf und irgendwie versuchst, dich besser zu machen und andere schlechter. So langweilig. Es langweilt mich bis zur Hölle. Das war der Tag, wo es wirklich angefangen hat, sich einfach zu shiften, weil mich das Alte so gelangweilt hat. Es hat mich so gelangweilt, diese ewige Leier und das ewig das Gleiche. Das war so öd. Das hat mich so krass gelangweilt. Ich habe mich selber so gelangweilt, dass ich gesagt habe, so, jetzt ist Schluss. Also so langweilig darf ich jetzt auch, will ich jetzt nicht sterben. Also es muss schon ein bisschen mehr Pep und Fuff in mein Leben. Schluss mit dieser Genölerei hier, das ist langweilig. Jetzt gibt es mal richtig Pfeffer, Excitement, Aufregung, Unbekanntes. Ich mache Neues, ich mache Zeug, das ich noch nie gemacht habe. Ich bin eine, die ich noch nie gewesen bin. Ich habe Pläne und Projekte, die ich mir noch nie vorgestellt habe. Oh mein Gott, ich scheiße mir in die Hosen. Und dann macht ja nichts. Das wollen wir alle. Wirklich. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass niemand Status quo und Langeweile will. Obwohl wir manchmal glauben, dass es doch viel entspannter und friedvoller wäre, wenn ich endlich einen Zufriedenheitszustand der Mittelmäßigkeit erreichen könnte. Und dann bin ich dort und dann denke ich, und jetzt? War es das? Das kann doch nicht alles gewesen sein. Nein, kann es nicht, weil wir sind Schöpfer und wir erschaffen immer mehr, wir erschaffen immer Neues. Es wird nie den Zustand der Zufriedenheit geben. Wenn ihr euch nach dem sehnt, nach dem Frieden und nach der Ruhe und nach der Entspannung,
Das ist integrativer Teil des Lebens. Aber es wächst trotzdem weiter. Und wieder habe ich Frieden und wieder habe ich Entspannung. Und dann will ich wieder losrennen wie verrückt. Und dann habe ich wieder Ruhe. Das darf ich für mich akzeptieren, dass das so ist. Aber ich muss nicht in der Ruhe bleiben. Ich will schöpfen, ich will schaffen, ich will was machen. Aber ich will mich nicht ausbrennen, ich will mich nicht kaputt machen, ich will mich nicht unglücklich machen, ich will mich nicht antreiben, ich will mich nicht schlecht machen. Das ganze Zeug will ich nicht. Aber wenn es weg ist, will ich so viel anderes. So viel mehr als Frieden. So viel mehr Aufregung, so viel mehr Neues. Und das darf ich mir einfach nur mal anerkennen, weil das bin ich so. Das ist mein Wesen. Schöpfer. Hallo? Das ist Business. Das ist Angelegenheit. Ich habe Zeug zu tun als Schöpfer, ja? Ich bin die Quelle, ich bin die Ursache, ich bin der Alpha und Omega, ich bin das Anfang und das Ende. Ich bin verdammt nochmal alles. Das ist aufregend. Das ist nicht friedvoll. Das ist richtig aufregend, aber es ist nicht aufreibend. Es ist aufregend, aber nicht aufreibend. Und das ist voll das Leben, oder? Das spüre ich. Ich meine, ich bin auch von Wien zurückgekommen und ich war so müde, Leute. Ich war so müde. Ich bin wirklich 2 Tage fast nur im Bett gelegen. Es war Aufregung pur von nonstop. Wir waren ja noch weg bis nachts und morgens wieder on und dann wieder Musical und so weiter und so fort. Das war richtig krass aufregend. Aber ich habe mir auch gedacht, wieso bist du so müde? Und ich dachte, naja, Riesenprogramm gehabt. Kannst jetzt auch mal müde sein. Aber heute Morgen bin ich wieder aufgestanden. Das wusste ich. Und dachte, bam, jetzt geht's weiter. Viele, viele aufregende Sachen generieren und kreieren. Und das wünsche ich mir für euch alle. Dass ihr in diesen Modus kommt. In diesen, ja, geil, was gibt's noch? Es gibt so viel, es gibt so viel. SP, meine Güte. Wenn der da ist, geht es genau gleich weiter. Sitzen wir nicht auf dem Sofa. Sitzen nicht auf dem Sofa. Nein, nein, nein. Wir machen uns ein richtig geiles Leben. Und ich gebe es vor, weil ich bin Schöpfer, ich bin Quelle, ich bin Source. Ja, das war unser letzter Live-Event für 2023. 2. Dezember, 2. Donnerstag im Januar sehen wir uns wieder hier auf dem Hot Seat. Ich habe ganz, ganz fest vor, euch noch ein Teaching reinzustellen vor Ende des Jahres. Nochmal ein neues Teaching-Video. Aber es liegt auch wirklich an euch, auch mich zu inspirieren, was für Teachings ich euch da reingeben kann, was für Feedbacks, was für Inputs, ja. Holt euch das ab. Wenn ihr mit mir connectet, kommt sofort was. Und fragt euch nicht, ja, warum schreibt sie zu der, warum sagt sie zu der eine Sprachnachricht. Das ist alles Energy, das hat nichts mit Persönlichkeit zu tun, ja. Und ich überlege mir da auch überhaupt nicht, darf ich jetzt zu der was schreiben, so schreibe ich zu der was oder zu der nicht. Das geht gar nicht in meinem Kopf. Da ist was, dann schreibe ich was, da ist was, dann schreibe ich nichts, ja. Also holt euch euren Input, der ist da hier in der Community. Aber den Job müsst ihr wirklich, wirklich selber machen. Es ist ein Job, der geht so, der macht so nackig. Es macht so nackig. Und am Ende ist es so, dass ich wirklich so nackig bin, dass ich mich in jeder Situation einfach krass gut fühle, weil ich nichts mehr zu verbergen habe, weil alles gut ist an mir, weil ich weiß, wie es funktioniert, weil ich weiß, wer ich bin, weil ich weiß, dass ich scheiße war, aber dass ich nicht in Wahrheit scheiße, wirklich scheiße bin, weil ich einfach nur scheiße gedacht habe und schon scheiße gemacht habe. Bla 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 bla, das weiß ich alles und das muss ich mir jeden Tag wieder klar machen. Jeden Tag. Und das ist die Selbstkonzeptarbeit. Also ihr Lieben, wir sehen uns in der Community und ja, schaut euch nochmal die Aktionen an. Also ich wirklich, das ist I'm Josen und Money is my Lover. Das sind eigentlich alle Sachen, die ich rausgesucht habe, die ich für euch wirklich nochmal in Discount gebracht habe bis Ende des Jahres. Die liegen mir wirklich am Herzen, weil das sind so tiefgreifende Sachen, die ich einfach verinnerlichen muss. Und auch diese Divine Design Self-Confidence, ja, dass ich wirklich diese Selbstwert
aus meinem wahrhaftigen Sein nehme, nicht aus meiner Leistung, was ich gebracht habe, was ich für einen Abschluss habe, was ich sonst noch alles in der Welt hier leistungsmäßig hinterlasse. Das wird nie eine stabile Selbstkonfidenz sein. Das wird nie ein stabiler Selbstwert sein, weil irgendjemand hat mehr Erfahrung, irgendjemand hat mehr Titel, irgendjemand hat mehr Geld. Aber wenn ich diese tief verankerte Divine Design Self-Confidence habe, weil ich wirklich weiß, wer ich bin, weil ich weiß, wie diese ganze Sache hier läuft und weil ich nicht abhängig bin von diesen Statussymbolen und Bedingungen, die da draußen sind, sondern meine Self-Confidence auf Basis dessen ist, weil ich hier das Divine Design Prinzip kenne und weiß, dass ich göttliches Design bin. Und darauf darf ich confident sein. Und zwar krass confident. Und da kann ich da kann ich einen aus der Gosse nehmen. Und der darf diese Self-Confidence haben. Das ist völlig egal. Das ist unabhängig. Und deswegen ist es stabil. Alles, was ohne Bedingungen und unabhängig ist, ist stabil. Das muss für mich das Normalste der Welt sein, dass es keine Abhängigkeiten, keine Bedingungen gibt für meinen Wert oder für das, was das Gut ist, was ich haben will oder was ich tun will. Es ist einfach so, weil ich es sage. Ende. Genau. Also, wenn ihr Fragen habt, wir sehen uns. Ich wünsche euch eine ganz, ganz gute Nacht und schön wart ihr alle da. Ich freue mich immer riesig auf unsere Events und ja, see you next time. Bye. Tschüss.
Hallo, hallo, es weihnachtet sehr. Ich habe hier ein kleines Geschenk für dich. Und zwar das letzte Hot Seat Coaching aus unserer Community. Es geht ganz tief zum Thema SP. Und ich möchte das hier mit dir teilen, weil es super, super wertvoll ist. Du wirst nur das Audio hören, kein Bild und auch nur meine Audiospur, also keine Stimmen von den anderen Teilnehmerinnen. Aber es ist dennoch so ein Golden Nugget, das ich hier mit dir teilen möchte, wenn du auf dieser SP-Reise bist im Moment und dich über deinen SP selbst erfahren und in dein höchstes Divine Design bringen möchtest. Unterstützung kriegst du in unserer Wir sind Divine Design Community auf all deinen Wegen. Du hast bis zum 31. Dezember noch Zeit für 60 € das ganze nächste Jahr zu buchen und mit uns zu reisen. Du hast einmal im Monat Hot Seat Coaching, du hast unsere wahnsinnig geniale Austauschgruppe, du hast unser Identity Training und Coaching. Du hast immer jemanden, der dir Antworten auf deine Fragen gibt. Du bist nie alleine und du wirst supported und unterstützt. Also es gibt keinen besseren Platz, für den du dein Geld ausgeben solltest nächstes Jahr. Buche jetzt noch vor Ende des Jahres und sei für 60 € pro Monat dabei, anstatt für 90 €. Ich freue mich riesig, dich da zu sehen. Bis dann. Und ja, Kommentare, Likes, bitte. Teilt meinen YouTube-Kanal. Divine Design World ist deine World. Alle Leute sollen wissen, dass es nichts gibt, was einen beschränkt, einschränkt, unterdrückt, ablehnt, lieblos macht, etc. pp. Mangel ist eine Illusion. Lass uns ein Leben in Fülle generieren und kreieren, ein Herz voll Fülle durch die Welt tragen und die Welt im Divine Design erleben. Ich sehe dich im nächsten Video. Bye. Hallo, hallo, es weihnachtet sehr. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe ein super geniales Weihnachtsgeschenk für dich und zwar das letzte SP-Coaching aus unserem Hot Seat in der Divine Design Community. Ja, du wirst nur das Audio von mir hören, keine Stimmen, keine Fragen von den anderen Teilnehmerinnen. Aber es ist vollgespickt von Teachings und Erkenntnissen und die möchte ich mit dir teilen für Weihnachten, damit du weiterkommst auf deiner Divine Design Reise, wo dich dein SP draufgeschickt hat und wo du jetzt eintrittst in eine Welt, in der alles möglich ist, wenn du die Frau wirst, wenn du der Mann wirst im Divine Design und weißt, wer du wirklich bist. Ja, Divine Design Welt, das ist ein Movement 2024 wird riesig. Ich werde mich überhaupt kein bisschen mehr bremsen, bis diese Teachings in aller Munde sind. Also teile bitte diesen Kanal, teile meine Videos, kommentiere, like, damit der Algorithmus weiß, dass hier was ganz, ganz Wichtiges passiert, was alle Welt wissen muss. Ja, ich freue mich riesig, falls du auch Teil von unserer Wir sind Divine Design Community sein möchtest. Wir sind in Telegram. Wir haben ein spezielles Training für deine Divine Design Identity, das nur für dich zugänglich ist. Wir haben jeden Monat einmal Hot Seat. Wir haben täglichen Austausch mit dir und anderen Community-Mitgliedern. Wir arbeiten daran, dass du wirklich stabil in deinem neuen Divine Design selbst Konzept bist und somit deine Welt da draußen aus der Fülle, aus der Erfüllung heraus generierst und kreierst, deinen SP, dein Geld, dein Business, dein Erfolg, deine Lebensfreude, deine Erfüllung. Genau um das geht's. Und ja, wir sehen uns hoffentlich in der Community, ansonsten im nächsten Video. Bis dann!